Was bisher geschah. Wir hatten einen super Tag in San Francisco, sind geskatet, haben toll gegessen. Was euch in dieser Folge erwartet, ist wieder mal nur an einem Tag passiert. Heute haben wir den Schlüssel zu einer der bekanntesten Skateboard-Hallen dieser Welt. Das sind die heiligen Hallen. Was noch kommt, ist Kalifornien, Palm Springs, San Diego, Los Angeles und die besten Skateboardfahrer dieser Welt. Abonniere jetzt den YouTube-Channel Tomcat Skateboarding, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Willkommen zu Teil 2. Guten Morgen zusammen. Heute fahren wir zum Braille House. Yep! Morgen, liebe Leute, wir sind schon wieder unterwegs. Das ist Tag 2 unserer Reise. Let's go. In Kalifornien. Wir skaten hier vorbei und sehen so ein gelbes Ding am Boden. Das ist hier einfach ein Baum voller Grapefruits, Zitronen, was auch immer das ist hier. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich nehme eins mit. Ups. Hey Tom, guck mal da hinten! Dennis! Alter, nice! Das ist der beste Diner in Amerika. Kein Witz, ist geil. Sehr, echt, sehr oder? Geil. Ja, ja. Da gibt es einfach alles in riesengroß. Und wenn wir mal am Mittag da essen, müssen wir Spaghetti mit Meatballs essen. Das klingt sehr, sehr pervers und illegal, aber Alter, das ist wirklich. Abfahrt! Abfahrt! Wir sind hier! Frühstück! Da. Dennis, Alter, so geil. Ein Foto machen? Oh mein Gott. Das ist mal richtig amerikanisch. Boah. Zuckerschock. Pancakes mit Pancakes und Sahne und Mayo. Das ist crazy. Und es hört nicht auf. The Grand Slam Witch. Scrambled eggs, sausage, bacon, ham and American cheese on potato bread grilled with a maple spice bread served with hash browns. Was? Das werdet ihr gleich sehen, wie sowas aussieht. Yes, da ist es. Das ist einfach so Fingerfood-mäßig. Aber halt auch weniger zum Laden. Wie weich dieses Brot ist. Das ist so angecrossed. Hilfe. Ich kenne es von Mazedonien. Da machen sie den Toast in eine Pfanne mit Ei. Und das Ei geht so in den Toast mit rein. Das schmeckt hammermäßig. Wie kross die Potatoes sind. Er erinnert mich voll an meinen Opa. Der macht die immer. Der raspelt die Kartoffeln. Opa, liebe Grüße. Can I have another chocolate milkshake, please? Another chocolate shake? Nein. Ich glaube, sonst kotze ich nachher noch, aber wirklich, der war 10 aus 10. So, Thomas, jetzt checken wir mal hier diesen krassen Milkshake wieder aus. Let's go. Okay. Es ist so gut. Mega. Bester Milkshake ever. Sehr gut. Nach dem grandiosen ersten amerikanischen fettigen Frühstück kam auch schon das erste Tief in unserer Reise. Wir brauchten dringendst ein Auto, so mit Rucksack und Taschen hin und her tuckern, bringt's einfach nicht. Es war unmöglich, einen Menschen ans Telefon zu kriegen. Immer nur so Roboterstimmen, drücken Sie die 1, wenn nicht die 2. Aber dann, hey, was ist das? Wir haben trotzdem ein Auto bekommen, los geht's auf den Highway zu unserem Ziel. Wo fahren wir jetzt hin? Ist die Frage. Aber man kennt es schon von Videos. YouTube. Einer der größten YouTube-Channel auf der Welt. Da, guck mal da. Da ist es. Da. Da ist es. Crazy. Wir parken einfach direkt hier. Da, neben der Ramp. Geil. Wir sind, wisst ihr, wo wir sind, Leute? Soll ich euch verraten? San Francisco Bay Area, Erin Kairos Headquarters.
Hallo Skateboarder, hallo in die Welt. Mein Name ist Tom, ich fahre seit 20 Jahren Skateboard und leite mit meiner Frau zusammen eine Skateboard-Schule. Du bist der? Ich bin der Thomas, ich fahre auch 20 Jahre Skateboard und für mich ist eine sehr große Leidenschaft. Ja. Und heute zeigen wir euch eine Location, das bekannte Braille Skateboarding House. Einer der größten YouTube-Channel im Skateboard-Bereich. Guck mal, Braille Skateboarding Russia. Braille Army, 100.000 Subscribers. Braille Skateboarding. Und hier drüben haben wir den goldenen YouTube-Button. Oh, hier drüben ist der goldene, ja. Hier. Golden One! Crazy. Und die haben den geskatet, einfach den Play-Button. Die haben einfach einen Play-Button bekommen von YouTube und an den Play-Button dann Achsen dran geschraubt. Wir gehen rein! Wir gehen rein! Achtung, Achtung! Thomas, du darfst das erste durch. Wirklich? Oh mein Gott! Das sind die heiligen Hallen! Oh Gott! Wir sind einfach im Braille House. Und ich mach mal das Lichtle an, ne? Das Lichtle mach ich mal an, weil ich weiß, wo es geht. Und es werde. Wow, ich bin so. Es werde Licht. Es werde Licht. Das sind die heiligen Hallen von Braille Skateboarding. Es werde kein ich Licht bin so mehr. Proud of it, so stolz. Und es werde Licht. Das ist ein awesome Skateboard. Boah, wie schwer das ist. Da kannst du Training damit machen. Das ist auf jeden Fall der Hammer. Leute, oh, boah. Stellt euch vor, so einer geht am Skatepark so rum. So, kommt so zu dem Skatepark. So, so. Alles hollow, independent trucks. So. Und es sind überall da drin sind Bone Swiss Ceramic Kugellager. Hier 5000 Euro. Stellen es wieder zurück. Es hat einen richtig gefährlichen Look an sich. Sieht aus wie so ein Hai. Wie viele Inches ist das bitte? Ich habe 42 halber Schuhgröße und der ganze Fuß passt drauf. Hammer, so ein Skateboard will ich haben. Wow. Was sagst du? Ich bin total beeindruckt. Das ist einfach der Wahnsinn. Cool. Cool, das mit dir zu erleben zu dürfen. Da. Hammermäßig. Einfach da im Braille House. Amerika. Wir sind in San Francisco, Leute. Wir sind da, wir haben es geschafft. Thank you, Aaron Cairo. Nice. Aaron, thanks so much for this opportunity. We appreciate it very much. Thank you, I'm so very proud of it. Oh, wow, 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 wow. Oh my es God. Ist very glatt hier. Oh Mann. Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ich will die Kamera nicht drücken. Siehst du, du kannst hier nicht genug. Ja, du hast recht. Du hast recht, Tom. Ich schaff das. Sag's nochmal. Wenn ich will, kann ich alles. Wie sehr will er es? Wir werden es jetzt rausfinden. 3, 2, 1. Oh, 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 Smith. Brutal. Du willst das, es nicht das genug, Thomas. Smith. Ich gebe dir einen Tipp. Die Schultern 5 cm weiter so nach vorne. Echt? So. So wie wenn du beim Packen im Wald bist. So. Geil. Okay, mach ich das. Jetzt schaffst du das. Krass. Also du musst die Schultern so drehen, ob du fakey oder normal. Ja, genau. Viel besser. Viel besser, Tom. Yes! Yes, gestanden, yes, yes. Ist gestanden. Der war schon fast durch. Der Siehst war fast durch. Durch. Komm, dann mach mal den. Komm. Yes! Oh, das war er. Holy, holy moly.
Holy moly! You will get it. Go, go, go! Go, go! Skateboarding has no limits. Let's go! Woo, woo, woo. Cool. Mega. Was für eine geile Reise, oder? Das ist die geile Reise. Es ist die geilste Reise meines Lebens. Wir sind einfach im Brailhouse. Ich kann es noch nicht glauben. Wie lange hast du keinen Boardslide mehr gemacht? Ein Boardslide ist vielleicht ein halbes Jahr her. Ich war so oft in der Bäckerei oder so oft arbeiten. Das ist sehr hart. Warst du immer Kipferli machen? Ja, ich mache aber den Job auch. Also es macht auch Spaß. Hier alle Skateboards, die jemals released haben. Hier ist die Rail, wo auch Andy Anderson mega lang geschlittert ist. Gegrindet ist. Schlittern, sagen hier die Insider auf unserem YouTube-Channel. Skate everything! Werden wir heute alles skaten? Oh, ich hoffe, ich bin vorsichtig, sage ich mal. Ja, ich hab Bock. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir nehmen alles mit. Schauen wir mal weiter. Und hier ist die große Wall. Mal gucken, was hier alles heute geht. Bin sehr, sehr gespannt. Hoffentlich ein Backflip. Backflip. Ich habe schon ein halbes Jahr den nicht mehr gemacht oder länger, weil ich ja meine Beinverletzung hatte hier. Sieht man das? Ja. Gehen wir weiter. Es ist einfach unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Das ist der Braille Drop. Die sind hier schon mit den verrücktesten Dingen in diese Rampe oder zum Flat reingesprungen. Das ist crazy. Und hier die ganzen Skateboards. Das ist ja auch ein Traum, das mal zu sehen hier in real life. Jetzt zeigen wir euch all die Skateboards, die Braille Skateboarding schon mal gebaut hat oder aber auch bekommen hat, zugesendet bekommen hat. Hier, kleinstes Skateboard der Welt. Holz, 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 Hockeyschläger. Hier mit Lock System. Richtig winzige Achsen. Vergleich das mal. Weiter geht's. Absperrung. Hier mit Nägeln. Nagelskateboard. Was das an Arbeit ist, um ein Skateboard zu bauen, ja. Ist ja Wahnsinn, oder?
You made it, we skated. Und es geht weiter, hier geht's weiter. Metallische Skateboards, Skateboards aus Käse reiben. Man glaubt es kaum, es gibt alles auf dieser Welt. Louis Vuitton Skateboards, Skateboards für Eis, Batman Skateboards, irgendwas Skateboard, Skateboard, Basketball, Simpson, Grave, Ripstick Skateboard, Ski-Skateboard, Pizza-Skateboard. Das ist mein absolutes Lieblings-Skateboard. Muss ich auf jeden Fall ein Bild mit dem Skateboard machen. Das ist cool. Auf das Skateboard hier gehen wir erst gar nicht weiter ein. Hier ist das Alki-Skateboard. Dann gibt es noch hier das Original 1955 Skateboard. Das ist das Fingerboard-Skateboard, Wavy-Skateboard. Ziemlich cool. Oh, das ist very... Das ist sehr dangerous Skateboard. Mausefallen Skateboard, Skateboard Art, Simpson Skateboard, 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 Skateboard. Hier ist das Team, the Braille Team. Ricky Glaser, Gabe, Aaron Cairo. Everybody is here. Nigel. Hier ist noch ein Skateboard. Und was ist hier nochmal? Cooles Foto hier, oder? Wow. Geil, Hammer. Ja. Braille Army Plus Membership. Da gibt es auch eine App dafür. Hey, wollen wir mal weiterschauen in den anderen Raum? Gerne, ich habe keine Ahnung, was dahinter wird. Let's go! Oh, das habe ich vergessen. Ich muss meinen Helm aber aufsetzen. Jetzt brauche ich meinen Helm, weil dieses Skateboard sehr, sehr schwer. Wisst ihr, ich bin immer hungrig, aber ich habe noch nie so eine Ofenreine geskatet. Das ist ein Skateboard mit Rollschuhrollen. Check's mal aus. Ich muss vorsichtig sein. Go, 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 1, 2, 3. Metall! Geil! Oh, stell dir vor, du kriegst das ein Schienbein so. Zack! Spaß, ey. Wie würde man das skaten? So? Wie ein Motorrad so, oder?
Oder wir sind natürlich Skateboarder. Wir versuchen das mal so. Oh Gott. Geht los. Guck mal, das, was Tom bei seinen Schulungen sagt, um auf den Axt zu stehen. Mega cool. Das ist so leicht. Nimm's mal in die Hand. Ein Carbon-Skateboard. Crazy. Mega cool. Wir gehen into the dark. Und hier verbirgt sich was Cooles. Achtung, ich weiß, wo der Lichtschalter ist. Es werde Licht! Mini-Ramp, da können auch die Anfänger ein bisschen skaten. Ja, große Halfpipe hier hinten noch. Oh mein Gott, ist riesig. Lass uns mal hochgehen. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Wir sind oben! Da geht's steil obi, gell? Stell dich mal hin mit der Tail. Wirklich? Ja, mach ruhig. Mach mal so. Aber bevor wir das machen, ziehen wir auf jeden Fall mal einen Helm an, oder? Davor. Ja. Helm und Knieschoner. Let's go! Da ist der Fingerboardpark. Wow. Nice. Martin Ehrenberger, Fingerboarding. Black River Fingerboards. Cool. Gehen wir wieder runter. Also wir ziehen jetzt einfach mal einen Helm an, Schoner, und skaten ein bisschen. Ihr dürft mitkommen auf unsere Amerika-Reise. Die Reise unseres Lebens, die Reise von Thomas und David. Let's go. Ist eine geile Reise, was? Wirklich geil. Ja, wir haben uns ein Auto gemietet und sind jetzt hier in San Francisco Bay Area Trailhouse. Und es ist einfach ist das die Reise deines Lebens? Das ist die Reise meines Lebens. Das ist einfach Wahnsinn. Wir dürfen einfach hier sein von Aaron Cairo aus. Das ist einfach, ich bin total sprachlos. Bis gleich. Hast du ihn? So, ich hab ihn nicht gesehen jetzt. Oh mein Gott. Sie rollt sich so gut. Bam! Is everything alright? We're gonna fly high! Okay, ich bin einmal fast gestorben. I'm rock to fakey. Probier mal deinen ersten Knieslide. Knieslide. Knieslide.
Geht mit der Prothese genauso gut. Ja, funktioniert? Crazy, ja. Mach nochmal einen auf mich zu, auf die Kamera zu. Krass. Funktioniert? Alter! Das war hoch! Scheiße! Also jetzt ausrollen! Alter, ganz easy, ganz entspannt. Wie ist das Feeling, ha? Beim Fahren? Crazy, in einer richtig großen Rampe. Geht mir schon die Sause hier. Komm her. Oh, krass. Danke an dich, Aaron Cairo, dass wir hier Skateboard fahren durften. It was legendary. You're very welcome in Germany. Thanks very much. We appreciate it. Bye bye. Skateboarding, hardest sport in the world. We are leaving. Wir fahren jetzt weg. Es ist dunkel. Let's go.